Moin! Ja, heute ist das soweit. Ich zeichne mal meine beiden Alltagsfahrzeuge oder mein altes Alltagsfahrzeug und mein neues. Der ist jetzt nur noch für schön Wetter gedacht. Die sind momentan und beide nicht sauber, da der bis vor kurzem eben noch im Alltag lief. Es noch kein Wetter war, um den zu säubern und zu polieren, und ja, der andere ist jetzt ja täglich im Einsatz. Aber trotzdem dachte ich, zeige ich dir nur einmal. Ja, das ist ein Audi S8 und der VW Touareg. Ich denke, wir fangen erstmal mit dem S8 an. Ja, das ist ein Audi S8 D2, Baujahr 2001, mit dem V8 Benzinmotor, 360 PS, 4,2 Liter Hubraum. Der steht auf 20 Zoll Alufelgen, hat ein Gewindefahrwerk drin, was so weit runtergeschraubt ist, wie es geht und wie erlaubt ist. Es ist alles eingetragen an dem Fahrzeug. Ich habe den umgebaut auf US, das heißt von den Scheinwerfern her und vom Heck eher auch. Die haben dann diese orangenen Kammern hier. Xenon hat das Fahrzeug. Die Aluspiegel, die beim S8 natürlich immer dran sind. Ja, zum Innenraum. Der hat elektrisch verstellbare Sitze. Auf Knopfdruck kann ich den auf die Größe meiner Frau stellen. Oder wieder auf meine Größe. Lenkrad ist elektrisch verstellbar. Die Spiegel, Fensterheber, der elektrisch verstellbar. Elektrisch anklappbare Spiegel. Ja, es ist eine Automatik. Navigation hat er, Klimaanlage. Ich kann am Lenkrad alles bedienen. Ich kann hier auch schalten über das Lenkrad. Ja, Lederausstattung. Ich habe hier alles foliert. Und ja, hinten kann ich noch die Rollo elektrisch hoch und runter fahren. Hier am Heck kann man sehen, dass er das kleine Kennzeichen hat. Ja, normal ist es ja noch kleiner, aber das ist das kleinste, was ich bekommen konnte wegen dem US-Umbau. Hier hat er dann noch seine Anhängekupplung, die abnehmbare. Die ist hier unten ganz versteckt. Ja, der wird jetzt, wenn es weiterhin so bleibt, das wird er nun bald gewaschen, richtig schön und poliert. Und ja, dann kommt er auch nur noch eigentlich bei schönem Wetter raus. So ist das jedenfalls gedacht. Bei mir ist das zu schade, damit jeden Tag zu fahren. Und ja, was kann man dazu noch sagen? Der nimmt so um die 12 Liter Super Plus. Ja, hier ist einmal der V8 Motor. Kleines geräumiges Motörchen. 5 Ventile pro Zylinder hat er. Und ja, bin ich super zufrieden mit. Sehr robuster Motor. Bringt richtig Spaß, den zu fahren. Ja, das hier ist mein Touareg. Der ist im Gegensatz zum S8 ja doch deutlich höher. Wenn man das so vergleicht, da brauche ich keine Hebebühne für, um da dran zu schrauben. Ja, der hat auch Bixenon hat der S8 ja auch, nur hier funktioniert das anders. Der hier hat 2 Xenon-Linsen und hier ist diese Streuscheibe, die bewegt sich hoch und runter und so macht der Fernlicht. Ja, der hat Parksensoren vorne, hinten. Und eben ein Luftfahrwerk. Der steht auf 19 Zoll Felgen. Der hat ein Keyless Go System, das heißt, ich brauche den Schlüssel nur noch in der Tasche haben. Der schließt sich automatisch auf. Ich mache auf. Ich kann drin per Knopf starten. Und ja, dann hat er noch so kleine Spielereien. Wenn ich hier einen Knopf drücke, dann kommt die Anhängekupplung rausgefahren. Ob man das nun braucht, weiß ich nicht.
unbedingt haben, hätte ich es nicht müssen. Geht auch immer kaputt sowas, aber hat er ja nun mal. Das ist, damit man sich die Finger dann nicht mehr schmutzig macht, was mir relativ egal eigentlich ist. Ja, wenn man den Kofferraum schließt, braucht man das nur noch ganz vorsichtig. Und dann zieht er sich ran. Licht geht automatisch hier. So vom Innenraum hat er... Achso, hinten kann ich nochmal zeigen, was ich sehr toll finde noch. Er kann die Heckscheibe einfach so öffnen, dass man auch durchladen könnte. Ich meine, ich habe nur meinen großen Anhänger, aber manchmal hat man ja doch irgendwie ein Teil, was dann doch zu lang ist. Und so braucht man nur die Scheibe offen haben. Das ist, finde ich, eine praktische Sache. Ja, vom Innenraum. Der hat auch elektrisch verstellbare Sitze hier. Hier soll ich drücken. Kann ich auch über die Tasten einstellen. Habe ich nur noch nicht. Aber könnte man. Und wieder auf meine Position. Ja, elektrische Fensterheber hat er. Wie gesagt, automatisches Licht. Hier am Lenkrad kann ich auch alles bedienen soweit. Dann hat er auch Navigation. Freisprecherinrichtung hat er hier drüber über Bluetooth. Das ist aber nachträglich gekommen mal. Ja, wie gesagt, einen Schlüssel brauche ich nicht reinstecken. Ja, Schiebedach hat er mit Solar, Lederausstattung. Allrad kann ich einstellen. Hier kann ich noch vom Fahrwerk ein bisschen was einstellen. Und ja, also was hat er? Ist eigentlich relativ gut ausgestattet auch. Der hat ja den VC-Motor mit 313 PS. Und ja, eben mit 5 Liter Hubraum. Der liegt auch so bei 12 Liter, aber Diesel denn. Aber hier ist es eben egal, ob ich den Anhänger voll beladen habe oder der so fährt, der nimmt das selber in Sprit, da der, ja, ich meine, irgendwie so um die 750 Newtonmeter Drehmoment hat. Wir können ja einmal unter die Motorhaube schauen. So sieht denn so ein Aggregat aus. Hier ist kein Platz mehr für eine Batterie oder so. Das ist alles in den Kofferraum verschwunden. Der hat 2 Turbolader. Ja, ich filme gerade nun die Aufnahme mit dem Fahrwerk. Und dann nutze ich gleich die Zeit. Ja, wie kann man sich nun solche Autos leisten, fragen sich manche bestimmt. Also bei mir ist das so, ich habe damals mit einem Audi 80 angefangen, als ich 18 war. Den habe ich auch mit 18 noch kaputt gefahren. Danach habe ich wieder einen Audi 80 bekommen, diesmal als 5-Zylinder Coupé. Und ja, dann fing das an. Dann habe ich Autos immer wieder verkauft, neu gekauft und gefahren und mich immer weiter gesteigert. Irgendwann habe ich dann meinen Traum erfüllt, eine Audi RS4 Limousine gehabt. Und ja, dann ging das immer weiter. Und heutzutage bin ich dann so angelangt, vom Audi 80 zum Touareg, A8, A8 W12 und S3. Das sind so meine 4 Babys. Ja, und eben nach und nach, also da bin ich jetzt ja schon fast 11 Jahre dabei und eben so nach und nach gesteigert, immer mehr Motorleistung und die Autos wurden ein bisschen größer, aber so ist eigentlich auch so mein Maximum an das, was mir gefällt, die neueren, weiß ich nicht, ist auch cool, aber da ist dann immer mehr Technik drin, das sieht man hier schon beim Touareg, da ist mir schon fast zu viel Technik drin, aber es ist nun mal ein Alltagswagen, der ja, macht ein paar Kilometer im Jahr und ich fahre den ja nicht allein, den fährt ja auch meine Frau und das ist ja Familienauto so gesehen und deswegen hat er schon ein bisschen bessere Ausstattung. Ja, ich habe auf jeden Fall viel Freude mit dem Touareg und mit dem S8 auch, dass der nun nicht mehr im Alltag läuft. Das hat mich doch ein bisschen so genervt, aber nun bin ich vollkommen zufrieden damit. Optimal alles. Ja, so sieht er nun aus, wenn er mit dem Fahrwerk ganz nach unten gefahren ist. Im Gegensatz zu vorher. Richtige Veränderung. Ist eine witzige Sache, kann aber auch nur kaputt gehen. Wenn man das jetzt nochmal so vergleicht,
Da ist der kleine Carlos nochmal. Er ist ja immer mit Leidenschaft dabei. Der Carlos. Willst du noch was in die Kamera sagen? Ja? Du? Er ist eben ein sehr faszinierter Treckerfahrhund. Wenn ich im Trecker bin und rufe, willst du mit Trecker fahren? Dann kommt er schon angerannt und ja, ich kriege ihn fast nicht mehr runter. Also ich muss wirklich hinter den Sitz klettern manchmal, damit ich ihn zu fassen kriege, weil er nicht mehr runter will. Er hat da so viel Freude dran, deswegen ist er immer dabei. Ja, ich repariere ja auch bei den Autos alles selbst. Also ich war noch nie in der Werkstatt. Beziehungsweise einmal, weil ich eine neue Frontscheibe mal bekommen habe und einmal, um den Radiocode auszulesen. Sonst, ja, Licht einstellen vielleicht auch nochmal in der Werkstatt. Den Rest mache ich komplett selber. Ja, mir bringt das sehr, sehr viel Spaß. Das ist für mich eigentlich so eine Entspannung, diese Autos. Die geben mir zum stressigen Berufsalltag so ein bisschen Ausgleich. Ja, bringt mir sehr, sehr viel Freude. Wie gesagt, auch mit dem Verkaufen und Kaufen von den Autos hat mir viel Spaß gebracht. Nur dafür habe ich gar keine Zeit mehr. Ja, jetzt habe ich meine Autos alle. Den Golf 2 habe ich eben noch. Da wollte ich ja vielleicht nochmal den 1.8er Turbo einbauen. Aber die Zeit fehlt mir wirklich hinten und vorne dafür. Ist denn so. Alles kann man auch nicht. Ich bin so zufrieden erstmal, wenn der V10 hier super läuft, bin ich auch mega zufrieden, wenn er nicht so viel Ärger macht. Die sind ja so ein bisschen bekannt dafür, dass sie nicht so toll laufen sollen. Ich wollte eigentlich erst den V6 davon haben, nur da habe ich gesehen im Internet, dass sie alle irgendwie Motorschaden hatten und hier von den V10 habe ich keinen mit Motorschaden gefunden. Ja, dann ist es eben V10 geworden. Mein Herz schwächelt doch immer so ein bisschen bei für große Motoren. Ja, und dann ist es sowas geworden. Ja, das war es denn jetzt auch schon. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen, dass ich euch mal so die ersten Autos gezeigt habe. Ja, denke mal, irgendwann bei Gelegenheit werde ich auch nochmal den W12 und den S3 zeigen. Nur die stehen noch in der Halle und ja, die will ich nur nicht extra dafür rausholen. Irgendwann müssen sie sowieso raus, wenn der Weizen rein soll. Können die da nicht mehr stehen bleiben. Aber das war schon mal der erste Teil. Ich sage dann wieder vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.